ain't never lie. You ain't never lie. Just a little nigga representing from the 305. Used to roll around up in a 1996 Nissan. Bought it from an A-Rab. Got robbed 3 months late on some dumb shit. 19 stunting on these niggas like a rush shit. I was trying to get it. Every single morning, took the bus and hit the studio. My nigga, I was living on a mission. Thought I was the greatest every minute. I would say I need a record deal. A nigga, stay with you. Homie yelling, all you do is rap, rap, rap. Seems like you don't even wanna listen. Chill with it, you just gotta deal with it. Can't stop a nigga when you know we got a vision. 16's all I got is 16's. Rap about it, homie, you can get up on a big screen. $1 million budgets in abundance. No, you gotta change. Yo, Leute, was gab Jobs hier? Willkommen schon für euch und herzlich willkommen zum weiteren Video hier auf meinem Anonymous Clan Channel. Und ja, erstmal zum Gameplay. Und das seht ihr da heute in der 90er, ganz wirklich in 6 Minuten und 20 Sekunden. Das Ganze ist in einer 3-Mann-Party, Spiel auf Combine mit der Razorback vom lieben Drachenritt. Also schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Ich werde seinen Gameplay-Kanal oder seinen normalen Kanal verlinken, je nachdem, was er will, welcher Kanal verlinkt werden soll. Und ja, auf jeden Fall krasses Gameplay, deswegen schaut bitte bei ihm vorbei. Und ja, mein heutiges Thema ist so, was der deutschen Community fehlt oder was die deutsche Community zum Schlechten unterscheidet von den anderen Communities, zum Beispiel die italienische oder die französische und so weiter. Und zwar ist meiner Meinung nach der springende Punkt, dass es in Deutschland keinen YouTuber gibt, der richtig groß ist, der nur COD-Content bringt und die kleinen YouTuber oder so unterstützt. Zum Beispiel in Italien hat der RiceGun einen Push bekommen von einem YouTuber, der heißt, glaube ich, Akuna, der hat 500.000 Subs, der bringt halt fast only COD und unterstützt halt kleine Kleine oder YouTuber. Oder in Frankreich gibt es auch zwei Kanäle, zum Beispiel das eine ist Cod CF, der hat nur 100.000 Abonnenten, der bringt halt only COD und wenn man sein Intro vor seinen Videos benutzt, bekommt man erst einen Upload und da muss man ihm die Videos einschicken und dann lädt er es hoch, also zum Beispiel im Gameplay oder bei Zombie irgendwas. Oder dann gibt es noch den größeren Kanal mit über 8.000 Abonnenten, das ist Call of Duty Quartier General. Der ist halt das gleiche Prinzip, wenn man das Intro von ihm vorne dran hochlädt, dann nimmt er erst das Gameplay oder zum Beispiel auch wieder was bei Zombie oder so. Und es fehlt halt meiner Meinung nach in der deutschen Community, dass es da keinen YouTuber gibt, der so die Kleinen unterstützt oder allgemein noch Call of Duty richtig bringt, weil wenn man so schaut, fast kein großer YouTuber bringt mehr richtig Call of Duty. Jetzt ist so meiner Meinung nach zum Beispiel Barca und so bringt auch kein richtig COD mehr, also only COD oder Master Scorpion auch nicht mehr. Nur noch halt so Leute wie zum Beispiel Montana Black, die sich auch nicht richtig auf Call of Duty spezialisieren, sag ich jetzt mal, sondern eher noch andere Sachen machen, zum Beispiel seinen Real Life Stories und so weiter, wo halt nicht Call of Duty im Vordergrund steht. Und das ist halt dort anders, dass da so große Community Channels gibt, in zum Beispiel Italien oder Frankreich, wie gesagt. Und das fehlt halt meiner Meinung nach in Deutschland, deswegen sind auch die ganzen Ami-Kläne oder italienischen oder französischen Kläne alle größer oder wachsen schneller, weil es dort einfach die Community Channels gibt und die dann dort einen Upload bekommen, halt ein paar Subs bekommen, zum Beispiel Apex bekommt sehr oft einen Upload bei Call of Duty Quartier General und deswegen haben die auch so einen Hype, weil die dadurch massiv unterstützt werden. Zum Beispiel bekommen die dort bei, keine Ahnung, bei einem Upload 300 oder 400 Abos. Das ist halt in Deutschland gar nicht der Fall, deswegen, keine Ahnung, wachsen die dort schneller und haben auch mehr Potenzial. Deswegen gibt es auch nur zwei, drei große Kleine in Deutschland, die jetzt über 25.000 Abonnenten haben. Und der Rest ist halt alles so, zum Beispiel K1 kann man auch mitzählen, aber der Rest ist alle unter 10.000 Abonnenten. Deswegen ist halt meine Meinung, dass das sich unterscheidet von der deutschen und den anderen Communities, dass das uns halt fehlt, weil, keine Ahnung, kein großer YouTuber unterstützt die kleineren. Deswegen, das finde ich halt meiner Meinung nach ein bisschen kacke. Könnt auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren, was ihr zu dem Thema haltet und wie ihr dazu steht, wie gesagt. Und in Deutschland gab es ja auch mal ein Projekt, das hieß Germany United, da waren wir ja auch mal drin. Und es hat sich ja leider aufgelöst, wo nur Kleine zusammen einen Community-Channel hatten. Der lief eigentlich auch sehr gut, aber war halt noch recht klein mit 1000 Abonnenten. Aber das ist halt auch sowas, da war schon mal ein richtiger Schritt gemacht. Aber der liebe Kong, auf jeden Fall Grüße an dich, wenn du das Video sehen solltest. Der hat das Ganze ja geleitet und er hat damit aufgehört, allgemein mit Call of Duty und so weiter, weil er im Relay viel zu viel zu tun hatte und so weiter, deswegen. Aber das war schon mal so ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt probieren halt andere auch sowas zu machen, aber das läuft halt nicht so gut wie das, weil Kong hat eine brutale Manager-Aura, sag ich jetzt mal. Also er kann das mega gut, meiner Meinung nach, deswegen. Aber wie gesagt, es gibt halt keinen großen YouTuber, der sowas macht, deswegen
finde ich es ein bisschen schade, dass es in jedem Land so gibt, eigentlich außer bei uns. So soll es jetzt auch schon wieder heute von dem Video gewesen sein. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu in den Kommentare. Ich werde auch jedes Kommentar oder jeden Kommentar, wie ich eigentlich immer mache, durchlesen und auch diesmal auch alle Kommentare beantworten, also drauf eingehen, wenn sie mit dem Thema zu tun haben. Und lasst auf jeden Fall auch ein Like da. Schaut auf jeden Fall auch beim Drachenritter und bei mir vorbei, wenn ihr Bock habt. Wie gesagt, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.